Guten Tag, mein Name ist Thorsten Schell und ich präsentiere Ihnen heute die Zubereitung von glasierten Birnen mit Schokoladensoße. Ich bereite die Birnen vor. Ich viertele die Birnen, schneide das Kerngehäuse heraus und halbiere die Birnen noch einmal. Ich zerlasse Butter im Topf, gebe etwas Zucker hinzu, gebe die Birnen hinzu. Etwas Zitronensaft zur Unterstützung des Fruchtgeschmacks und Vanillemark. Wenn die Birnen fast weich gedünstet sind, gebe ich noch etwas Birnenbrand hinzu. Die Birnen sind fertig. Wenn die Flüssigkeit soweit eingekocht ist, zu einer sirupartigen Konsistenz. Für die Schokoladensoße koche ich Sahne auf. Wenn die Sahne kocht, nehme ich sie vom Herd und gebe die Bitterschokolade, die klein gehackte Bitterschokolade dazu. Und lasse sie schmelzen. Nachdem die Schokolade geschmolzen ist, rühre ich sie mit der Sahne glatt. Ich richte nun an die glasierten Birnen mit Schokoladensoße. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de